Es wird Ihnen nichts geschehen, wenn Sie tun, was ich sage. Wir sind Zeuge des größten Bankraubs in der Geschichte geworden. 1 Milliarde, schätze ich. Wir haben sie direkt an uns vorbeilaufen lassen. Da läuft zurzeit eine Geiselnahme in der American Global. Sie brechen in eine Bank ein und nehmen kein Geld. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Ich brauche eine Leitung in die Bank, ich will wissen, was Sie wirklich wollen. Gerechtigkeit mit allen Mitteln? Selbst wenn man die Grenze überschreitet? Der Kerl war schuldig, das ist die Wahrheit. Wir haben ein Computervirus installiert. Dieser zieht willkürlich von allen Konten das Geld runter und transferiert es auf das Konto der Ganoven. Wie von der Chaos-Theorie gehört? Eine zufällige Begebenheit führt zu einer anderen und die wieder zu einer anderen. Und am Ende ergibt sich ein Muster. Los! So oder so, Sie brauchen Rückendeckung. Was ist mit dem Geld? Nein, das Geld stammt vom World National Financial Raum, aus unserem Asservatenraum. Na, tasten Sie sich heran. Versuchen Sie, die Puzzleteile zuzuordnen. Das Schema zeichnet sich allmählich ab. Es ist, als würden wir ein Phantom jagen. Gerade wenn wir glauben, wir haben ihn, verschwindet er. Jason Statham. Er sieht nicht unbedingt aus wie ein Detective. Ryan Phillippe. Sie passen auch nicht gerade ins Klischee. Und Wesley Snipes. Auf nimmer Wiedersehen, Chris. Es ist noch nicht vorbei. Sie haben 1 Milliarde gestohlen und man wird sie finden. Chaos.